Wie Sie das auch schon auf diesem Bild erkennen können, heute zeige ich Ihnen ein ganz besonderes und ein sehr schönes Haus hier im Thermalort Zolokoros. Wir sind am Haus auch schon angekommen. Hier sehen Sie auf dem Bild die Straße, die hier zum Haus führt. Und wenn ich mich wende, sehen wir zunächst auch das Haus hier oben auf dieser kleinen Anhöhe. Ich zeige aber auch noch die andere Richtung, in die die Straße weiterführt. Es ist eine Straße, die nur von jenen Leuten benutzt wird, die hier in der Straße ein Haus haben. Wir haben hier auch einen schönen Vorgarten mit einigen Obstbäumen. Hier ist auch ein Wasserhahn mit dem Wasserschacht hier unten. Vor uns ein Pfirsichbaum, hier nebenan ein Aprikosenbaum. Und da gibt es noch einige Birnbäume, wie ich sehe, und auch einige Tujas, die hier im Garten wachsen. Und von hier aus haben wir dann auch einen Blick auf das Haus. Es ist wirklich ein schönes Haus, ein neues aus den 2000er Jahren. Also da ist alles noch in Ordnung, da ist nichts veraltet. Hier sehen wir auch die Auffahrt, die schön gepflastert ist. Die führt uns dann direkt in die Garage. Wir gehen jetzt ein bisschen am Haus vorbei und schauen auch in den Garten hinter dem Haus. Vielleicht sehen Sie das auf dem Bild, aber die Garage und das Haus selbst werden auch von jemandem bewacht. Wir aber gehen hier vorbei an dieser Tuja-Reihe und damit kommen wir hier auch in den Garten hinter dem Haus. Hier ist auch alles sehr, sehr angenehm gestaltet, wie Sie das sehen können. Da ist ein kleines Gartenhäuschen. Da hier auf dieser Seite ist auch eine kleine gepflasterte Fläche, auf die man einige Liegestühle rausstellen kann, sicherlich auch einen Tisch, wenn man es möchte. Und wenn ich mich wende, dann sieht man auch, dass wir hier auch eine schöne große Terrasse haben. Mit dem Haupteingang hier, dort werden wir auch gleich reingehen. Zunächst möchte ich Ihnen aber noch zeigen, wie das hier alles ausschaut. Hier kommt man also auch rein in die Garage durch diese Tür. Und jetzt gehe ich auch auf die Terrasse rauf, damit man sieht, wie groß das ist. Alles ist natürlich überdacht. Und von hier aus werfen wir dann noch einen Blick in den Garten hinter dem Haus. Vor uns ist jetzt die gepflasterte Fläche, auf die man Liegestühle oder was auch immer man möchte rausstellen kann. Und auch hier neben dem kleinen Gartenhäuschen haben wir eine gepflasterte Fläche. Hier stehen auch jetzt zwei Stühle und ein Tisch. Hier ist auch so eine Arbeitsfläche, auf der man einige Sachen abstellen kann. Also das ist auch ein schönes Eck hier in diesem Haus oder besser gesagt auf dem Grundstück. Dieses Gartenstück ist auch wirklich sehr, sehr schön hinter dem Haus und hier von dieser Perspektive aus sehen wir auch, wie die Terrasse aussieht. Jetzt stehen wir vor dem Haupteingang. Hier kann man also rein in das Haus. Aber bevor wir da reingehen würden, möchte ich Ihnen noch ganz schnell die Garage zeigen. Hier durch diese Tür kommen wir rein in die Garage und Sie werden jetzt gleich sehen, dass es eine ziemlich große Garage ist. Also hier kann man ohne weiteres auch mit einem Kleinbus einparken. Die Garagentür ist auch elektrifiziert, also man kann das mit einem Motor hoch und wieder runterfahren. Hier an der Wand finden wir auch die Gastherme, mit der man das ganze Haus beheizen kann. Und daneben ist auch ein zentraler Staubsauger. Also in jedem Raum gibt es einen Anschluss und man kann von hier aus staubsaugen. Ich denke, das ist eine absolut gute Lösung. Es gibt nur zwei Treppen und schon sind wir oben. Wir werfen noch einmal einen Blick in den Garten, was wir vorher schon gemacht haben. Aber jetzt wollen wir vor allem rein in das Haus. Und das machen wir jetzt auch mit wenigen Schritten. Sie sehen hier die Treppe, die nach oben führt. Wir werden natürlich auch nach oben gehen. Zunächst aber der wirklich großzügige und elegante Vorraum des Hauses. Und wie immer werden wir jetzt auch in alle Räumlichkeiten reinschauen.
Hier auf der rechten Seite finden wir ein Bad mit einer Dusche und mit einem WC. Wie man das hier sehen kann, das könnte man auch als Gäste-WC und Gästebad auffassen. Auch mit einem Fenster, das ist sehr, sehr wichtig. Also es ist ein vollwertiges, schönes Bad, gleich hier hinter dem Eingang, hinter der Eingangstür. Hier auf der linken Seite des Vorraumes gibt es auch noch einige Abstellmöglichkeiten hinter diesen Türen unter der Treppe. Wir gehen aber weiter und schauen zunächst durch diese Tür in diesen Raum rein. Das ist ein Zimmer, eigentlich ein Schlafzimmer hier im Untergeschoss. Es ist groß genug, um hier auch ein Doppelbett reinzustellen. Und es gibt auch einen Zugang zum Garten. Also man kann hier auch diese Volltür oder Vollfenster öffnen und frische Luft reinlassen. Und man hat auch eine schöne Aussicht in den Garten. Also es ist sehr wichtig, in diesem Haus gibt es auch ein Schlafzimmer hier unten im Erdgeschoss. Wenn man nicht nach oben gehen möchte, dann kann man sich hier auch ein Bett reinstellen und hier übernachten. Jetzt sehen wir gleich das große, wirklich imposante Wohnzimmer. Wir kommen rein und vielleicht sehen Sie das schon auf diesen Bildern, dass das ein sehr, sehr schönes Wohnzimmer ist in einem sehr schönen Haus. Ich drehe mich, also auch auf der anderen Seite des Wohnzimmers hat man reichlich Platz, man hat eine Menge Licht und man hat eine Menge Schönheit. Hier wurde auch an die Details gedacht und auf die Details geachtet. Hier gibt es eine Tür, die man voll aufmachen kann. Es gibt eine Menge Fenster und ich habe mich extra in diese Ecke gestellt, damit Sie sehen, wie groß und wie schön dieses Wohnzimmer ist. Also das ist wirklich ganz selten in Ungarn, dass man sowas hat, so einen schönen Raum. Da hat eine Sitzgarnitur Platz, auch ein großzügiger Esstisch und wir finden hier auch einen kleinen Wintergarten. Von hier aus hat man auch eine sehr, sehr schöne Aussicht in den Garten selbst und auf die Landschaft bei Zolokoros. Vielleicht geben diese Bilder das auch zurück, was ich hier sehe und was ich Ihnen erzählen möchte. Dort sind wir also reingekommen durch diese Tür. Hier auf der linken Seite, sagen wir mal, sehen wir das Wohnzimmer und hier auf der rechten Seite das Esszimmer. Aber in einem ist das eigentlich ein ganz, ganz großes und großzügiges Wohnzimmer. Der Kamin funktioniert auch. Er ist auch wasserführend, wenn man das möchte. Man kann den Kamin mit Holz beheizen. Auch hier vor uns haben wir noch eine vollwertige Tür, würde ich sagen, auch wenn man hier nicht rausgehen kann, aber man kann eine Menge Licht und Luft reinlassen. Und hier auf der linken Seite sehen wir auch die Küche. Um das noch einmal zu zeigen, hier ist das Wohnzimmer und hier gehen wir in die Küche rein. Natürlich mit allen Ausrüstungsgegenständen, die man in einer schönen Küche braucht. Es ist wirklich großzügig, das ist groß genug, um hier alle Tätigkeiten durchführen zu können. Und man kann sich auch wenden. Man hat eine schöne Herdplatte hier, eine Spüle, wie das überall reingehört, eine Waschmaschine. Und das, was man sonst nicht kaufen kann und nicht später reinstellen kann, das ist der Platz, den man hier hat. Und den Raum, den man um sich herum hat. Und die gute Nachricht ist, man hat nicht nur eine großzügige Küche, sondern man hat hier auch eine kleine Speisekammer, einen kleinen Abstellraum. Und das ist auch ganz, ganz praktisch. Aus vielen neuen Häusern fehlen diese Räume, obwohl sie vielleicht die wichtigsten sind, wenn man tatsächlich in einem Haus lebt. Wir gehen jetzt noch einmal durch dieses wunderschöne Wohnzimmer mit dem wasserführenden Kamin. Also das ist wirklich wunderschön, das muss ich einfach so sagen, auch wenn ich das nur ganz selten mache. Und wir gehen dann die Treppe hoch, um Ihnen zu zeigen, wie schön es oben auch ist. Die Treppe ist auch breit genug, man kommt mit Leichtigkeit nach oben. Da kann man also auch ein Doppelbett in einem Stück nach oben tragen, wenn man das möchte, je nachdem, welche Vorstellungen man eben hat.
Ja, wo sollen wir hier anfangen? Ich denke, wir gehen hier einfach erst einmal links rein in das große, ja fast imposante Bad mit einem großen Fenster, was ich, wie ich das immer betone, sehr, sehr wichtig finde. Natürlich ist hier alles vorhanden, ein Waschbecken, ein Bad und auch ein WC. Und was ich in der Küche sagte, das muss ich auch wiederholen, auch hier gibt es eine Menge Raum, das ist ein ganz, ganz großes Bad. Wir gehen jetzt aber raus in das Vorzimmer, in den Vorraum und drücken hier erst einmal auf die Klinke, auf der linken Seite. Und hier kommen wir in ein, naja, ich muss immer wieder dieses Wort benutzen, in ein großes Wohnzimmer. Dort ist auch ein Fenster, hier ist ein Doppelbett und auch an den Maßen sehen Sie sicherlich, dass es neben dem Doppelbett noch eine Menge Raum gibt. Hier kommt man auch raus auf die Terrasse. Ich zeige das mal so eben. Hier hat man also auch eine Terrasse und man hat auch eine schöne Sicht auf die ganze Umgebung hier in Zolokoros. Wir gehen jetzt aber wieder rein in das Zimmer. Ich mache auch die Tür zu. Das haben wir also gesehen. Und so können wir getrost weiterziehen in den Raum nebenan. Wieder durch das Vorzimmer, durch den Vorraum. Hier drücke ich auch auf die Klinke und wir kommen in ein zweites großes Schlafzimmer. Auf dem Bild sehen Sie eigentlich alles. Ich glaube, dem muss ich nicht allzu viel hinzufügen. Ein schönes, großes Haus, auch dort mit einer Tür und mit einer kleinen Terrasse. Ich gehe vielleicht auch schon hier hin, um das zu zeigen. Also hier ist auch eine kleine Terrasse, auf die man sich raussetzen kann. Die Aussicht ist auch von hier aus sehr, sehr schön. Ich wende mich dann mit der Kamera auch, damit Sie das Zimmer auch aus dieser Perspektive sehen können. Und wir gehen dann auch raus auf die Terrasse. Hier gibt es also auch eine Terrasse und das ist auch, besser gesagt, es gibt hier auch eine Terrassentür und von hier aus hat man auch eine wunderschöne Aussicht auf die Saloer Landschaft. Das ist aber noch nicht alles in diesem schönen Haus. Wir können noch ein bisschen weiterziehen und hier auf die Klinke der dritten Tür drücken. Und wie Sie sehen, gibt es hier oben ein drittes großes Zimmer, das in diesem Moment vor allem als Arbeitszimmer benutzt wird. Also das ist auch wunderschön hier oben, klimatisiert natürlich. Und wie wir das schon von unten gesehen haben, gibt es auch hier eine Terrasse. Hier kann man sich also auch schön raussetzen und einen Blick auf die wunderschöne Landschaft, auf die schöne Umgebung werfen hier in Zolokoros. Ich mache das Moskitonetz wieder zu. Und wenn Sie denken, das wäre alles gewesen, dann gibt es auch noch ein kleines Farbtupferchen in diesem Video. Wir sind jetzt nämlich hier wieder im Vorraum. Ich mache die Tür hinter mir zu. Und hier auf der linken Seite gibt es noch einen begehbaren Kleiderschrank, wie Sie das sehen können mit meinem Schatten. Hier kann man auch eine ganze Menge von Kleidern, von Klamotten unterbringen. Also das ist mehr als praktisch, würde ich sagen. Und damit ist unser kleiner Rundgang im Haus auch zu Ende. Und Sie haben hoffentlich mit mir gemeinsam ein wirklich wunderschönes Haus hier in Zolokoros gesehen.